Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir am Beispiel eines einfachen Stundenplans die Grundfunktionen von Excel zeigen. Ich zeige dir das am Beispiel von Excel für den Mac. Es ist aber nicht wichtig, welche Excel-Version du hast, ob du Windows benutzt oder einen Mac oder sogar ob du LibreOffice Calc oder OpenOffice Calc verwendest. All diese Grundfunktionen findest du in jedem dieser Programme. Eventuell sehen die Buttons etwas anders aus oder die Funktionen heißen leicht unterschiedlich, aber mit etwas Suchen und Ausprobieren kannst du all das, was ich dir zeige, in jeder Tabellenkalkulation durchführen. Ich fange hier links oben an und klicke eine Zelle an. Um etwas in die Zelle einzutragen, schreibe ich einfach los und mit Enter kann ich dann das Geschriebene bestätigen und die Zelle wieder schließen. So trage ich also nun die Tage ein und könnte dann auch mit den Pfeiltasten zwischen den Zellen hin und her springen. Und ich könnte jetzt hier nun weitermachen. Es gibt aber auch einen Trick, um Arbeit zu sparen. Man sieht ja, dass der Cursor hier dieses weiße Kreuz ist. Und wenn ich jetzt zwei Zellen markiere, gibt es hier in der Ecke dieses kleine Viereck. Wenn ich darüber mit dem Cursor fahre, dann ändert sich der Cursor zu einem schwarzen Kreuz. Und wenn ich das anklicke und halte, kann ich weiterziehen und dann ergänzt Excel automatisch diese Reihe der Wochentage. Es hat also gemerkt, dass ich zwei Zellen markiert hatte, die eine Reihe von Montag und Dienstag enthielten und versucht nun diese Reihe fortzusetzen. Das geht zum Beispiel auch mit Monatsnamen, das geht mit Zahlen, mit verschiedenen Dingen, die eine Reihe bilden. So kann ich mir also sparen, diese Dinge immer von Hand einzutragen. Nun gehe ich hierhin und trage die Zeiten ein. Und nun sieht man schon, dass in den ersten beiden Zellen die Ausrichtung rechtsbündig geworden ist, in dieser aber nicht. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ich fülle jetzt nun erstmal die restlichen Zeiten aus. So, nun habe ich alle Zeiten eingetragen und jetzt nochmal zurück zu der Ausrichtung der verschiedenen Zellen. Hier habe ich die Uhrzeit in einem Standard-Uhrzeitformat eingetragen und Excel hat das sofort als Uhrzeitformat erkannt und als Zahlenformat rechtsbündig angeordnet. Hier habe ich zusätzlich noch einen Bindestrich eingetragen und dadurch ist dieses Zahlenformat nicht mehr erkannt worden, sondern Excel behandelt diese Zelle wie Text. Excel erkennt also bestimmte Zahlenformate automatisch und Zahlen werden in der Regel rechtsbündig ausgerichtet. Sobald ich aber einen Buchstaben oder ein Komma oder irgendein anderes Textzeichen eintrage, dann wird die Zelle in der Regel als Text behandelt. Ich kann nun also hier diese Formatierung einheitlich gestalten, indem ich alle Zellen markiere. Das tue ich also einfach, indem ich eine anklicke und über alle drüber fahre mit gedrückter Maustaste, bis ich den ganzen Bereich markiert habe. Dann lasse ich los und jetzt hätte ich gerne alle linksbündig. Dann formatiere ich alles linksbündig. Ich sehe auch, dass diese Spalte eigentlich zu schmal ist und kann nun hier mit dem Cursor über den Spaltentrenner fahren und dann wird der Cursor zu diesem Doppelpfeil mit Strich und kann dann nun hier die Spalte breiter machen. Das geht auch mit mehreren Spalten auf einmal, denn hier diese sind eigentlich auch zu schmal. Ich markiere also wieder alle Spalten. Dazu gehe ich nicht in eine Zelle, denn dann markiere ich ja nur einzelne Zellen, sondern ich klicke auf den Kopf der Spalte hier oben und dann markiere ich die ganze Spalte. Und jetzt, wo alle markiert sind, kann ich sie breiter ziehen und alle markierten Spalten werden dadurch gleich breit. Das gleiche kann ich hier auch mit der Zellenhöhe, mit der Zeilenhöhe machen, denn diese Zeilen sind alle etwas niedrig für meine Begriffe und dann markiere ich eben alle Zeilen, die ich gerne höher haben möchte. Und ziehe sie auch etwas höher. Ich sehe hier sogar angezeigt, wie hoch in Pixeln sie sind. Und nun sieht das Ganze etwas aufgelockerter aus. Aller Text ist im Moment an der unteren Linie der Zeile ausgerichtet. Das hätte ich auch gern anders. Ich hätte ihn gern in der Mitte. Das kann ich hiermit tun. Wie schon gesagt, mag es sein, dass die Buttons oder die genauen Funktionen bei verschiedenen Excel-Varianten etwas unterschiedlich sind, aber die Funktionen, die ich hier zeige, nämlich das Einstellen der Spaltenbreite, der Zeilenhöhe, der Ausrichtung und so weiter, das gibt es in allen Excel-Versionen. Man muss vielleicht nur ein wenig die Programmhilfe benutzen oder auch im Internet kurz googeln, wo sich diese Funktion verbirgt.
Ich könnte nun also hier weiter Text eintragen. Ich mache das mal hier unten. Da ist ja die Mittagspause in meinem Stundenplan. Und das möchte ich jetzt natürlich nicht in jede Spalte eintragen, sondern einmal für alle Spalten. Dazu kann ich zum Beispiel diese Zellen markieren und sagen, dass sie eine Zelle werden sollen. Ich gehe hier auf Zellen verbinden und dann habe ich hier eine Zelle, die alle Spalten überspannt und kann Mittagspause eintragen. Kann das natürlich hier auch zentrieren. Nun kann ich den Text noch etwas formatieren, also zum Beispiel alles markieren und sagen, hier die Spaltenköpfe, die sollen fett gedruckt werden, das hier auch. Nun wäre es vielleicht noch schön, wenn das eine andere Hintergrundfarbe bekommen könnte. Ich markiere wieder die Zellen, die betroffen sein sollen. Kann hier sagen, ich hätte gern eine andere Hintergrundfarbe, zum Beispiel dieses Grün hier. Hier vorne auch. Nun sieht man keine Gitternetzlinien mehr, die hätte ich also gerne etwas dunkler. Überhaupt in dem ganzen Stundenplan sollen die Gitternetzlinien erscheinen. Da gibt es ebenfalls eine Funktion. Ich kann hier einzelne Rahmen einblenden. In meinem Fall möchte ich, dass alle Zellen auf allen Seiten Rahmen kriegen. Dann werden die erstmal schwarz. Schwarze Gitternetzlinien sind meistens etwas stark und dominieren dann das Bild zu sehr, deswegen hätte ich sie gern lieber dunkelgrau. Hier unten kann ich die Linienfarbe einstellen. Nehme ich mal hier dunkelgrau. Jetzt hat sich erstmal noch nichts geändert, denn ich muss erst nochmal neu auf diesen Button klicken, damit meine geänderte Farbe auf all diese Rahmen, die ich hier auswähle, angewendet wird. So, nun sind die alle also grau geworden. Jetzt sehe ich gerade, dass mein Stundenplan ja ganz links oben in der Ecke anfängt und dass ich dem aber noch gerne eine Überschrift geben würde. Jetzt möchte ich also über dieser ersten Zeile eine weitere Zeile einfügen. Dazu klicke ich auf die Zeile, über die ich die Zeile einfügen möchte, und zwar wieder hier vorne auf die 1, also so, dass die ganze Zeile markiert ist, und mache einen Rechtsklick. Und hier gibt es nun Einfügen. Und weil ich eine ganze Zeile markiert hatte, wird auch gleich eine ganze Zeile eingefügt. Ich schreibe jetzt also hier hin Stundenplan 2016, 2017, wieder Enter, um zu bestätigen, und mache auch diese Zeile etwas höher, damit sie als Überschrift gestaltet werden kann. Ich hätte das gerne wieder in der Mitte und fett und etwas größer. Und man sieht nun auch, dass der Text, wenn er nicht in eine Zelle passt, über die Zelle hinausgeht, sofern die Zellen daneben leer sind. Also sobald ich nun in diese Zelle B etwas schreiben würde, dann würde die Stundenplanzelle abgeschnitten, denn hier steht ja was drin. Wenn aber die leer ist, dann geht der Text so weit, wie er eben gehen muss, um nicht abgeschnitten zu werden. Angenommen, ich möchte hier das Zahlenformat dieser Uhrzeiten ändern, dann kann ich das tun, indem ich hier auf Format Zellen gehe und hier sehe ich nun ganz viele Zahlenformate, die ich für diese Zellen einstellen kann. In diesem Fall möchte ich auf Uhrzeit und sehe nun, dass es verschiedene Uhrzeiten gibt mit Sekunden und in englischer Schreibweise mit AM und PM. Und in meinem Fall möchte ich einfach hier dieses ganz normale Format, was auch schon sichtbar ist, und kann das hier auswählen und sagen okay. Und jetzt habe ich natürlich nur diese eine Zelle markiert gehabt, deswegen wurde es auch nur auf diese eine Zelle angewandt. So kann man also ganz leicht kontrollieren, wie die Zahlen, sei es nun Währungen oder Kommazahlen oder Uhrzeiten oder Prozentzahlen, wie die angezeigt werden sollen, indem ich einfach über das Zellenformat dieses Zahlenformat einstelle. So, das waren nun die wichtigsten Funktionen, die man beim Einstieg in Excel kennen sollte. Dieselben Funktionen sind auch in OpenOffice oder LibreOffice Calc vorhanden. Sie mögen an manchen Stellen vielleicht etwas anders heißen, die Buttons sehen möglicherweise anders aus, aber grundsätzlich sind all diese Funktionen in praktisch jedem Tabellenkalkulationsprogramm vorhanden. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und war nützlich für dich. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Und wenn du in Zukunft noch weitere solche Videos gerne bekommen möchtest, dann kannst du gern meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.